Und das ist unser nächster Vortrag, der jetzt kommt. Der gegenwärtige Zustand von digitalen Rechten in Lateinamerika. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Wie gesagt, der Name ist Sophia Selly. And I'm a cryptographic researcher, mainly Cloudflare, but I also led the development of the Optera off-the-record messaging. Also ich habe schon bei einigen Projekten mitgearbeitet. And on my spare time, I also research about the state of the digital rights in Latin America. Einige spezifische Projekte, aber ich habe jetzt vor allem hier auch über den Zustand in Lateinamerika gerade geforscht, insbesondere welche Werkzeuge benutzt werden. Und heute wollte ich eben über die digitalen Rechte in Lateinamerika reden, weil es ein großes und wichtiges Thema ist. Also ist ein sehr, sehr weites Feld, deswegen kann ich leider nicht sehr in die Details eingehen. Es wird mehr eine Übersicht sein. Also fangen wir mal mit den interessantesten Fragen an. Was ist Lateinamerika überhaupt? Sehr viele Leute haben schon eine Idee, was Lateinamerika ist. Aber für uns, die wir in Zentralamerika oder in der Karibik leben oder in irgendeinem dieser Staaten oder dieser Bereiche, ist es keine einfache Frage, weil dieses Konzept wirklich bedeutet das jetzt, dass man eine gemeinsame Kultur hat, oder was genau bedeutet dieser Begriff? Und was viele Leute denken, dass Lateinamerika ist. Also eigentlich denken viele Leute, dass es wichtig ist, dass man einen Kolonialhintergrund hat. Andere sagen, ich habe diesen nicht. Und natürlich gibt es auch hier Rassismus. Und viele Leute, die sich jetzt als weiß ansehen, die möchten nicht zu Lateinamerika gehören. Und ja, der Begriff selbst ist ein umstrittener Begriff in Lateinamerika. Ich würde jetzt sagen, es sind südamerikanische, mittelamerikanische und karibische Länder. Und ich rede da jetzt von einer Region als Lateinamerika, französisch Guyana. Beinhaltet das für mich nicht, und das soll jetzt erstmal so eine. Ja, jetzt ist hier wichtig, erstmal ein bisschen Hintergrund zu haben, um die Digitalrechte beleuchten zu können. Und einer der Gründe, warum ich diesen Talk beim CCC geben wollte, ist, weil es eine Konferenz ist, bei der man viel über die digitalen Rechte im globalen Norden hört. Aber der globale Süden ist eigentlich auch wichtig, und da passiert auch sehr viel. Und ich möchte, dass da einfach auch mehr bekannt wird. Und ja, jetzt rede ich hier natürlich auch wieder über eine besondere Region im globalen Süden, aber das ist ein Anfang. Und um ein wenig zu erklären, warum es wichtig ist, hier über digitale Rechte zu reden, wollte ich mit ein bisschen Geschichte anfangen, etwas, was in Lateinamerika passierte. Und etwas, was ich hier besonders hervorstellen möchte, ist, weil wir denken, dass diese Art von Zensur oder dass solche Menschenrechtsverstöße, wir stellen uns oft vor, dass solche Dinge nur im globalen Norden passieren, weil wir uns oft vorstellen, dass es ein Rechtsbruch gegen digitale Rechte eigentlich nur zwischen großen Ländern passiert und Geheimdienste der großen Länder. Aber es passiert auch in Lateinamerika.
Also, was ist die Szene, die ich jetzt hier zeigen möchte? Es passiert im Kalten Krieg. Das war die historische Situation, wo es, als es zwei große Supermächte gab. Sie waren im Kulturkrieg und militärisch. Und in den 70ern und 80ern wurden gewisse Sozialisten, und das in Anführungszeichen, gewählt, die das Volk repräsentieren sollten. Und oft waren es jetzt nicht wirklich Sozialisten. Und dieser Begriff selbst hat einen wechselnden Kontext, je nachdem, wo man ist. Und diese gesamten Kräfte, gewisse Kräfte oder Mächte in den USA mochten nicht, was da in Südamerika passiert ist. Und um zu verhindern, dass die lateinamerikanischen Länder wirklich sozialistisch wurden, haben die Vereinigten Staaten eine Terrorkampagne gefahren gegen politische Gegner, hauptsächlich in Lateinamerika. Und viele gewählte Regierungen aus Lateinamerika wurden hier unterdrückt. Und diese Kampagne passierte in vielen Ländern, unter anderem Argentinien, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivien, Brasilien, Ecuador und Peru. Und diese Unterdrückung war nicht nur ökonomisch, sondern sie haben auch Planungen, militärische Aktionen, militärische Hilfe und diverse Dinge geliefert an die politischen Gegner dieser Regierungen. Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, die waren alle beteiligt. Also gewisse lateinamerikanische Länder und den USA haben kooperiert, aber sie haben auch untereinander kooperiert, nicht nur mit den USA, sondern eben auch untereinander, darüber, wie man Menschen entführen kann, wie man sie entführen, foltern und dann eben auch töten konnte. Ja, in den 80ern war tatsächlich sehr viel nicht bekannt. Es war bekannt, dass Menschen verschwunden sind und gefoltert wurden. Aber erst 1992 wurde bekannt, was da wirklich passiert ist. Diese zwei Personen, Martin Almada und José Agustín Fernández, sind in diese Polizeistation gefahren, weil sie einen groben Plan bekommen haben, dass da etwas zu finden sein würde. Und da haben sie dann eine Kiste oder einen Stapel von 700.000 Dokumenten gefunden, die Terrorarchive. Und das war ein komplettes Archiv der Befragungen, der Folter, der Überwachung, die vom paraguayischen Diktator Alfredo Stroessner durchgeführt wurden. Und sie hatten Informanten, sie hatten Telekameras, sie hatten Wanzen. Und das war jetzt nicht nur wegen politischen Gegnern, sondern auch ihre Freunde und ihre Kollegen waren betroffen. Also irgendjemand, der auch nur entfernt eine Bedrohung darstellen konnte, also Künstler, die gegen das Regime waren, oder Studenten, die auch nur mal Karl Marx gelesen haben. Sehr viele Leute wurden hier überwacht, die einfach nur eine entfernte Verbindung zum Sozialismus aufwiesen. Und wie gesagt, auch ihre Freunde und Familie und jeder, der da eine entfernte Verbindung hatte. Das Archiv besteht aus 60.000 Dokumenten, es wiegt 4 Tonnen und besteht aus 593.000 Mikrofilmseiten. Ja, um die 50.000 Personen wurden getötet, 30.000 sind einfach nur verschwunden und 400.000 wurden festgenommen und eingesperrt. Und sehr viele Familien von Betroffenen
wissen, also sehr viele Menschen in verschiedenen Ländern wissen immer noch nicht, was passiert ist. Sie wollen immer noch wissen, was mit ihren Angehörigen passiert ist damals. Jetzt, warum rede ich darüber heute? Ja, manchmal denken wir, dass das heute nicht mehr passiert, dass heute niemand verschwinden kann, weil es ja eine Datenbank gibt. Also aus irgendeinem Grund, weil du das falsche Buch gelesen hast und jemand denkt, dass es nicht gelesen werden sollte, und so ist das ja damals passiert. Also wir denken, dass das nicht mehr passiert. Und wir denken auch, dass Länder ja nur ihre eigenen Bürger überwachen. Aber das stimmt einfach nicht. Das war damals schon nicht wahr, in den 70ern und 80ern. Die Regierungen haben kooperiert und die Bürger anderer Länder auch überwacht. Und sie haben diese Datenbanken auch geteilt miteinander. Und das war jetzt nicht nur eine Aktion, weil die lateinamerikanischen Länder entschieden haben, das getan haben, sondern es war unterstützt und tatsächlich geplant durch die USA. Zum Beispiel, als wenn Leute gefoltert wurden, da war eigentlich immer ein Repräsentant der USA im Raum und hat die Foltermeister ausgebildet und hat ihnen beigebracht, wie man Daten extrahiert und wie man eben diese Maßnahmen durchführt. Und das war sehr viel, das ist sehr viel effizienter heute. Heute gibt es nämlich digitale Werkzeuge, die sehr viel effizienter sind und die Interessen der USA sind natürlich immer noch da. Und sie interessieren sich sehr für andere Länder. Und heute kann es daher sehr viel schlimmer sein. Daher wollte ich euch erstmal die Geschichte zeigen, als es passiert ist und dass es in Zukunft genauso passieren kann wieder. Also wenn ich jetzt über die Digitalrechte spreche, möchte ich hier über vier Themen hauptsächlich sprechen, die wichtig sind. Das erste ist, welche Gesetze existieren überhaupt in den Ländern. Das zweite ist, welche Rechtsbeugung existiert hier durch digitale Werkzeuge. Das dritte ist der Zustand der Überwachung. Und das vierte ist, was gibt es noch für sichere Kommunikation in diesen Ländern? Also fangen wir mit den Privatsphäre-Gesetzen an. Seit der DSGVO, die es ja jetzt schon eine Weile gibt, aber auch schon vorher, wegen der Menschenrechte, und Privatsphäre ist ein Menschenrecht, gibt es diese Bewegung schon länger. Die verschiedenen Verfassungen dieser Länder unterstützen das auch. Und meistens waren diese Privatsphärerechte einfach darauf ausgelegt, eine nicht-digitale Welt zu regulieren. Und ja, also seit 2010 gibt es jetzt neue Gesetze, die einfach die digitale Welt mit einbeziehen sollten. Und jedes Land in Lateinamerika hat eine Art dieser Gesetze. Das erste war Chile 1999 und dann die Länder in dieser Liste, die könnt ihr ja lesen. Manchmal muss dieses Gesetz noch ein bisschen nachgebessert werden. Some parts of the law were actually vetoed by the current president, and there has been some pushback around that for a while now. Der Länder gibt es da noch ein bisschen hin und her, manche sind noch nicht aktiv. Ich glaube, es war Peru. One of the questions that you can ask yourself when actually talking about privacy laws in Latin America, if this is actually a phenomenon in itself, or it's just like something that has been. Gesetze redet, ist die Frage, ist das von selber passiert oder war das wegen der DSGVO? Und das meiste, was wir gesehen haben, war wegen der DSGVO tatsächlich, weil es sieht man daran, dass es ganz ähnlich funktioniert. Aber da muss noch einige Forschung passieren, um das wirklich unterscheiden zu können, ob das selbst nicht passiert ist oder wegen der EU. Ja, auch wegen anderen Ländern.
Also als erstes, wenn man solche Gesetze anspricht, muss man darüber sprechen, was ist Privatsphäre? Und darum geht es jetzt sehr viel mehr in dem Sinn, dass selbst wenn Privatsphäre in der einen Region etwas anderes heißt als in einer anderen Region, also es gibt verschiedene kulturelle Bedeutungen von Privatsphäre. Daher muss man für jede Region darüber reden, was bedeutet. Also was bedeutet Privatsphäre in Lateinamerika eigentlich? Was denken die Leute, die dort leben, darüber? The other thing that actually gets a lot of talking when you're talking about privacy laws is what. Und die Frage ist jetzt auch, was bedeutet Privatsphäre? Ist das jetzt nur Kommunikation? Oder alles, also die Metadaten, gehören die auch darunter? Sollte das auch privat sein und bleiben? Und darüber wird jetzt auch viel gesprochen. The same when talking about privacy laws in Latin America, actually thinking about what that. Also welche Daten sind jetzt privat? Metadaten, Abonnentendaten, verbundene Daten oder Kundendaten. Also es wird oft als zusätzliche Daten beschrieben, die einfach zusätzlich entstehen, wenn man ein Gespräch hat. Und dann gibt es noch die inhaltlichen Daten, die wirklich erzeugt werden, willentlich. Und verbundene Daten, ja, können da eigentlich auch mit einbezogen werden. Und es gibt Unzufriedenheiten mit den Definitionen, aber die meisten benutzen die gleichen Definitionen wie die DSGVO. Ich denke, in Brasilien zum Beispiel gibt es auch anonyme Daten als Begriff und dass die privat bleiben sollten. Und man kann die natürlich de-anonymisieren, indem man den gleichen Service benutzt, die gleichen Methoden benutzt, die zur Anonymisierung verwendet wurden. Also wenn man die Daten eines Services benutzt und sie dann völlig anders verarbeitet und sie dann anonymisiert, dann sind diese Daten nicht mehr privat. Das wird nur kurz angesprochen, aber zumindest ist es da drin. Die meiste Zeit, wenn man diese Gesetze liest, bekommt man viele Definitionen, die das nur sehr vage definieren. One important thing to actually think about when talking about Latin American privacy laws is what about the data that. Die Frage ist natürlich auch, was mit Daten, die das Land verlassen, weil eine der Realitäten ist, dass es Services gibt, die tatsächlich auch aus Lateinamerika stammen. Also Firmen, die dort gegründet wurden und die Daten bleiben im Land. Aber die meiste Zeit benutzen die Bürger soziale Medien, die aus anderen Ländern kommen. Oder auch Kommunikationssysteme, die in andere Länder gehen. Die meisten Privatsphäre-Gesetze sagen, dass wenn die Daten in ein anderes Land geschickt werden, dass dieses andere Land die gleichen Level an Schutz liefern müssen wie das Ursprungsland. Aber in den meisten Gesetzen findet das tatsächlich nicht statt. Und niemand redet wirklich mit den Firmen, die das machen. Also wenn man ihnen einfordert, dass sie dieselben Schutzlevel einhalten, das passiert eigentlich nicht. Das macht niemand. Also in der Praxis passiert da nicht viel. Etwas anderes, was man sich immer bewusst machen muss, wenn man über diese Dinge redet, über diese Gesetze, was mit Daten, die schon erhoben wurden?
data, these privacy laws exist, even though und selbst wenn die schon eine Weile existieren, still certain, countries and certain companies haben gewisse Firmen diese Daten ja schon viel länger erhoben. If there will be at any point any kind of request to actually say yes to render the data. Und es gibt da eigentlich auch keine Ansätze, dass Regierungen sagen, ja, gebt uns die Daten, die ihr über unsere Bürger gesammelt habt. Das ist nicht passiert. So, das zweite sind schwierige Zeiten oder Zeiten des Zwangs. Also da geht es jetzt vor allem um die Meinungsfreiheit, um die Situation mit Covid-19 und dann noch Gender- oder geschlechtsbasierte Gewalt. So, das Gesundheitssystem und Covid-19, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich möchte nur auf ein paar Themen genauer eingehen. Und zwar Beispiele, wo digitale Werkzeuge eingesetzt werden, um die Rechte zu verletzen. Und da geht es um das Gesundheitssystem und um das Bildungssystem. Also es gibt biometrische Daten, insbesondere in Chile und in Brasilien wird das verwendet. Und ein Vorschlag hier war, dass man biometrische Daten während Gesundheitschecks verwendet, dass man also das als Zugangskontrolle verwendet, dass man gewisse Gesundheitsuntersuchungen nur bekommt, nur Zugang hat, wenn man biometrische Daten abgibt. Und das wurde auch verwendet. Also gerade in ländlichen Gebieten mussten viele Menschen beispielsweise ihre Fingerabdrücke abgeben. Und wenn sie zum Beispiel keine Hände hatten wegen Verletzungen oder Behinderungen, dann hat das natürlich nicht funktioniert. Die Leute, die dann das Gesundheitssystem nicht mehr nutzen konnten, weil sie die biometrischen Daten einfach nicht hatten, das hat also nicht mit der Realität zusammengepasst. Aber viele Leute aus der Regierung, die benutzen einfach Technologie, weil sie sie cool finden. Oder weil andere Länder sie benutzen, aber sie verstehen nicht wirklich, wie man diese Technologie benutzen muss. Und die Technologie wird auch oft missbraucht. Wenn jetzt beispielsweise Bürger reisen müssen in andere Länder, dann müssen sie natürlich ein Visum beantragen. Und die meiste Zeit müssen sie da ihre biometrischen Daten auch abgeben, wenn sie ein Visum beantragen. Wenn sie jetzt das Visum beantragen oder wenn sie die Grenzen überschreiten. Und es ist nicht wirklich klar, was dann damit passiert oder wie legal das wirklich ist. Wir wissen nicht, wo die Daten gespeichert werden. Und es ist auch nicht klar, was passiert. Wenn man dieses Visum beantragt oder die Grenzen übertritt, dann muss man auch die sozialen Medien übergeben. Und es ist immer noch nicht garantiert, dass man ein Visum bekommt. Und die sozialen Medien werden einfach untersucht. Das heißt, sie lesen nach, ob man jetzt beispielsweise auf Facebook geschrieben hat, dass man einen Anschlag verüben möchte. Aber viele Leute benutzen diese sozialen Medien, weil es die einzige Option ist, die sie haben. Und es gibt da sehr viel Unfairness, welche Informationen in die Massenmedien gebracht werden. Und deswegen, also die Massenmedien sind sehr unfair der Bevölkerung gegenüber und deswegen gehen Minderheiten meistens in die sozialen Medien, um relevante Nachrichten zu bekommen. Und das ist keine gute Situation. Auf der einen Seite ist das nämlich die einzige Möglichkeit, wie sie Informationen untereinander teilen können. Auf der anderen Seite geben sie damit natürlich die Informationen
an amerikanische Firmen ab oder an große Firmen ab zumindest. Because they don't have a support from the local governments, from the local Latin American governments, they use social media to actually. Und die lokalen Regierungen benutzen tatsächlich auch soziale Medien, um psychologische Unterstützung bereitzustellen. Because the government is not providing the medicines that they need. What they do is that they have created their own market. Wenn sie Medizin, wenn die Medizin, die Menschen brauchen, nicht verfügbar ist, dann gibt es auch kleine lokale Märkte, um da trotzdem ranzukommen. Das ist natürlich ein unregulierter Markt für Medizin und natürlich auch werden Leute unter Druck gesetzt und die Daten werden gesammelt. Und das Gleiche ist dann natürlich jetzt wegen Covid-19 passiert. Die Gesundheitssysteme aller lateinamerikanischen Länder sind zusammengebrochen im Grunde. Und die Menschen haben dann angefangen, Medikamente über soziale Medien zu verkaufen. Oder auch Sauerstofftanks. Oder eben andere Wege, um, also das war der einzige Weg, um Medikamente zu bekommen im Grunde. Also der einzige Weg, an Medikamente zu kommen, war, seine Daten an Firmen zu geben, die nicht für sichere Daten garantieren können. Es ging in andere Länder, es ging in private Datensammlungen. Das ist ein Problem. Nur um ein Beispiel zu geben, diese Studie aus Ecuador hat jetzt festgestellt, also nur als Beispiel hat diese Studie aus Ecuador festgestellt, dass 10,7% der Menschen zwischen 15 und 49 wirklich digital mündig sein oder als mündig gelten können. Und nur 41,4% der Menschen hat ein Smartphone. Und natürlich mehr Männer und mehr in Städten. Because one of the proposals that the Latin American governments have had is that in order to know how much people und die Information darüber, wie viele Leute infiziert wurden, man sollte da natürlich eine App installieren. Also die Corona-Warn-App in Deutschland ist ja ein Äquivalent dazu. Und dafür braucht man ein Smartphone. Und das ist natürlich praktisch, also schwierig, weil es die den Standort teilt, aber es funktioniert auch gar nicht in Lateinamerika, weil die Menschen kein Smartphone haben. Also die Menschen darum zu beten, eine App zu installieren oder auch einen Kalender zu installieren, um Termine zu verteilen, das funktioniert nicht. Und dadurch wird die Schere zwischen den Privilegierten und den Unprivilegierten im Gesundheitssystem nur größer. Aber die Regierungen, die beobachten nur andere Länder und wie die reagieren und die sehen, andere Länder machen eine App und dann machen die das auch, weil sie das gut finden, obwohl es in ihren eigenen Ländern gar nicht funktionieren kann. Ein anderes Thema, das hier zu Fairness und Zwängen passt, ist gender-based Gewalt oder also genderbasierte Gewalt oder geschlechtsbasierte Gewalt. Und laut der WHO, eine Aussage der WHO 2002, ist diese Art von Gewalt der Hauptgrund für Tode von Frauen weltweit. Oft war es jetzt nicht, dass diese Frauen gestorben sind, weil ihnen jemand etwas stehlen wollte, sondern weil sie Frauen waren. Wie erwähnt, haben die meisten Minderheiten in Lateinamerika keine Möglichkeit, ihre Informationen oder ihre Geschichten zu teilen in den Massenmedien. Was sie also machen, ist, dass sie die sozialen Medien verwenden, um zu dokumentieren, womit sie zu kämpfen haben. Aber weil sie natürlich damit sich auch öffentlich machen, wurden sie durch andere Gruppen auch, also sind sie in die Zielscheibe anderer Gruppen geraten. Zum Beispiel mit digitaler Gewalt, digitale sexuelle Belästigung. Also wenn man jetzt mit irgendjemandem redet über geschlechterspezifische
Gewalt oder wenn man jetzt auch mit LGBT plus Aktivisten spricht, können von sehr vielen Problemen berichten. Und da gibt es auch Probleme mit. Es gibt sogar Berichte von Workshops oder von solchen rechtsgerichteten Menschen, die einander beibringen, wie man das richtig effizient macht, wie man Leute belästigen kann. Und hier beispielsweise gibt es einen christlichen Pastor und der hat sich in den Medienaccount dieser Frau eingehackt, um es so darzustellen, als sei sie nicht verschwunden. Und das, da musste jetzt erst Druck aufgebaut werden, um das wirklich zu berücksichtigen. Also es gibt nicht viele, die hier wirklich, also alle, die wirklich aktiv für die Minderheitsrechte von LGBT plus Menschen oder von Transmenschen oder von Frauen allgemein kämpfen, die werden hier unter Druck gesetzt. Und beispielsweise von dieser einen Frau wurden alle Bilder, die online waren, in ihren sozialen Medien, sie wurden alle runtergeladen und von Männern in Kunst in Anführungszeichen umgewandelt. Und immer wenn sich Frauen irgendwie öffentlich machen wollen, was ihnen passiert, oder sie vor Gericht gehen wollen, dann werden sie lächerlich gemacht und es wird dargestellt, als seien es einfach nur hysterische Frauen. Dann zum Grooming oder dem Erschleichen von Vertrauen für Teenagern und Kindern. Forschung hat gezeigt, dass das sehr viel passiert in sozialen Medien und Spielen für Kinder. Das passiert auch im globalen Norden passiert, aber das ist ein und es wurde gesagt, dass wir Verschlüsselung schwächen sollten, um eben solche Verbrecher besser finden zu können. Und ja, manchmal findet man tatsächlich solche Verbrecher, dass man manchmal solche Verbrecher findet, aber das hilft, aber wenn man jetzt auf Verschlüsselung verzichtet, hilft das meistens eigentlich niemandem. Und wenn jetzt jemand wirklich für Rechte, für genderspezifische Rechte kämpft, da gibt es zum Beispiel in Bahnhöfen auch Hinweise, wie man Leute richtig unterdrücken kann, also wirklich gezielt werden hier Menschen angegriffen. Also das Ziel ist hier wirklich, diese Leute zum Schweigen zu bringen und sie zu unterdrücken. Und es kann auch passieren, was gerade im globalen Norden auch immer wieder erwähnt wird, ist, dass solche Spyware installiert wird. Das passiert nicht viel, aber es kann schon vorkommen. Aber was auch passiert ist, dass meistens in häuslicher Gewalt, dass das Gerät des Opfers einfach komplett weggenommen wird, um das Opfer zu isolieren. Also weniger, dass Dinge installiert werden, wenig anders. Also es gibt einige Forschung. This is actually targeted surveillance, even though some people have actually not called it that way, because they say that this ja, also es, viele Leute denken, dass es jetzt hier nur um Aktivisten geht, die sich auch übertrieben beschweren, dass es also kein Problem in der breiten Bevölkerung ist und dass es natürlich ist, wenn man ein lauter Feminist ist, dass man dann
oder natürlich ein Opfer wird, aber das stimmt so nicht. Die Forschung zeigt, gerade in Lateinamerika, dass es sehr gezielte Unterdrückung ist. Und es gibt sogar Seminare und private Gruppen bei Facebook und WhatsApp, in denen die sozialen Medien von Aktivisten geteilt werden und wo diese Belästigung richtiggehend geplant wird. Etwas, das fehlt, was aber interessant wäre, ist, wie das mit Kliniken, die so tun oder die das Ziel haben, Homosexuelle zu heilen, in Anführungszeichen. Drug-related issues to your drug addiction. Und ja, oft sind die versteckt als oft gibt es Kliniken, die sie als Drogenentzugskliniken dargestellt werden, aber oft werden hier einfach entführte Menschen versteckt. Und diese Kliniken werden auch oft über Social Media beworben und tatsächlich werden hier digitale Medien missbraucht, um die Darstellung zu ändern. Und Abtreibung ist überwiegend illegal, außer in Uruguay und seit gestern in Argentinien. Aber was die Universitätsforen zum Beispiel machen, ist, dass sie Kliniken bewerben, die nicht wirklich Abtreibungskliniken sind, aber Orte, also sie werden als Abtreibungskliniken beworben, aber tatsächlich werden Frauen dort überzeugt oder es wird auf sie eingeredet, dass sie keine Abtreibung haben oder dergleichen. Und dazu wird es dann auch demnächst noch einen Talk geben. So, ein anderes Thema, Überwachung. When talking about women's activists and LGBTI, wenn wir jetzt hier über diese Aktivisten reden, Genderrechte, LGBT plus, hier muss ich mich kurz entschuldigen, LGBTIA plus, ich bin nicht ganz firm, was das Vokabular angeht. Und ja, es gibt jetzt natürlich die klassische Überwachung, die die Leute so kennen, dass politische Gegner überwacht werden und Aktivisten überwacht werden. Aber es geht natürlich jetzt auch um einige Fragen oder Debatten in Bezug auf Privatsphärerechte. Wenn du etwas als Mensch liest, was jemand anders schreibt, ist das Überwachung? Ist es Überwachung, wenn es eine Maschine liest? Also was zählt als Überwachung? Und das ist immer noch eine Debatte, die weiter läuft. Und das sollte man lesen, das ist sehr interessant. Und es geht nicht nur darum, private Kommunikation zu lesen als Mensch, sondern auch einfach alles zu überwachen, abzufangen, analysieren, speichern. Also Dinge, die hier völlig automatisiert passieren. Und ja, das ist, was mir auch wichtig ist, sowohl die Vergangenheit, Gegenwart, als auch die Zukunft. Also nicht nur, was schon passiert ist. Und lateinamerikanische Regierungen erlauben hier diverses Abhören, um Verbrechen auch zu behandeln. Und hier wird natürlich unterschieden zwischen ernsthaften Gewalten oder Terrorismus oder nur um Investigationen zu unterstützen. Und das ist oft nicht genau definiert. Terrorismus zum Beispiel ist nicht ordentlich definiert. Und auch hier Unterstützen von Untersuchungen ist nicht wirklich definiert.
Und sie reden auch nie davon, dass es erlaubt ist, Schadsoftware zu installieren, aber in der Praxis passiert das sehr oft. Zum Beispiel, um politische Gegner oder Aktivisten, Menschenrechtsaktivisten zu überwachen, wird diese Software installiert und die wird meistens von Firmen im globalen Norden verkauft. Und das wirft natürlich Fragen auf, zu denen ich gleich noch kommen werde. Standort-Tracking gibt es natürlich auch ein bisschen Zugang, in Kolumbien zum Beispiel, nur als Beispiel. Gibt es zwei große Provider und die geben dann auch Standortdaten weiter. Und Standortdaten von jemandem zu bekommen, ist relativ einfach. Wenn Sie jetzt also sagen, dass jemand verschwunden ist, dann schalten Sie einfach Tracking für diese Person an, um sie zu finden. Das ist ziemlich einfach. Und wenn es jetzt... Das ist in vielen Ländern so, dass es relativ einfach ist und es ist nicht wirklich klar, wer zuständig ist, wer welchen Zugriff haben darf und welcher Zugriff da wirklich verfügbar ist. In dem Fall dieser Länder, also Brasilien, Kolumbien und so weiter, gibt es den Bankdaten vorzuhalten. Und wenn Sie den Datenzugriff brauchen, dann können Sie darauf zugreifen. Und der Nutzer kriegt davon nicht wirklich was mit. Und der Nutzer weiß es halt wirklich nicht. Also, es ist halt wirklich unklar, was mit den Daten passiert, die dann Dienste auch einsammeln. And again, there's no clear distinction around which authorities have actually access to it. Aber wie sieht es mit Massenüberwachung aus? What it has been shown that it in contrast to the global north, there's not this traditional instance of mass surveillance in the sense that it had not been really that much leaked. Also historisch gesehen scheint das in dem globalen Norden jetzt nicht so der Fall zu sein. But there has been very much instances of es ist halt eher der Fall, dass gezielte Überwachung stattfindet. Reasonable to say that there could be mass surveillance, but at least so far we have not had that. Aber bis jetzt hatten wir halt auch wirklich nicht so viel Massenüberwachung in Lateinamerika. And the other one that was sold by Bering System that is called Puma, and this was a spy software for telecom. Es gab eine Überwachungssoftware namens Telecom Communication. Und die wurde eingesetzt. Das Ganze wurde damit gerechtfertigt, dass man Terrorismus und Kidnapping bekämpfen könnte, also Entführung bekämpfen könnte. Also im Prinzip, weil sie halt damit Kriminalfälle behandeln, also aufdecken wollten. Wir haben mit dem Citizens Lab uns das alles genauer angeschaut. In Mexiko und Panama, in Venezuela und Paraguay. And of course, despite what was und wir haben dann halt auch gesehen, dass da diese Firewall von dem deutschen Unternehmen Finn Fischer entwickelt wurde. Und das Ganze wurde dann primär darauf entwickelt, politische Gegner also anzugreifen. Und diese Firmen haben halt dann das alles an die Regierung verkauft. Und dann haben sie halt schon versucht, das Ganze auf legalen Weg zu verkaufen, indem sie halt Zwischenhändler gefunden haben. Company that was the one that was buying the software from the
from the Global North companies. And then also das Ganze wurde dann halt wirklich immer über mehrere Stationen verkauft. The question is if it was safe to use, in the sense, was this malware really doing only spying on the political opposition or whatever they wanted to spy. Halt it was not backfiring and also logging. Nicht wirklich klar, wer das Ziel von diesen ganzen Tools sein sollte. Also im Prinzip, also oder was wir jetzt schon wissen, dass sie halt auch auf politische Gegner spioniert haben. Und sie haben halt wirklich Software gebaut, gekauft, um halt die eigene Bevölkerung zu überwachen. What we have found is that there's not a lot of usage of actual secure messaging in the sense of traditional secure messaging also, application that exists today. In the also, people in Latin America use social Messenger-Programme werden jetzt anders verwendet, vor allen Dingen, weil halt sie nicht wirklich so verbreitet sind. Also diese, die man halt, die, sowas wie Signal verwendet man halt nicht in Lateinamerika, weil es nicht wirklich bekannt ist, zu langsam ist oder zu schwierig zu benutzen ist. Und dafür werden halt Social Media oder WhatsApp benutzt, um zu kommunizieren, was natürlich unter der Kontrolle von Facebook ist. Und das Ding ist halt auch, man kann auch keine Dokumente über Signal schicken, weil das zu lange dauern würde. Also im Endeffekt Software wie Signal wird halt nicht wirklich verwendet. Was aber verwendet wird, ist Telegram. Also insbesondere lateinamerikanische Aktivisten verwenden das. Aber was nicht so viel verwendet wird, ist halt OTR oder GPG. And what often happens specifically if you're talking und to activists about that fight for indigenous rights is that they often don't have enough economic advantage to actually buy. Und wenn es dann auch darum geht, über die Rechte von Eingeborenen zu sprechen, ist es halt schwer, diese Eingeborenen daran teilhaben zu lassen. Weil sie einfach nicht die finanziellen Mittel über die finanziellen Mittel verfügen. There's one instance in which you can actually say that there's a country who has actually asked WhatsApp to actually surrender encrypted data of someone to aid an investigation. And this case was Brazil. Wenn es darum ging, halt Nutzerdaten herauszugeben, haben wir einen Fall, wo Brasilien Daten von Nutzern preisgegeben hat. Some debate about the legality of actually blocking it or not. So, und nun, was die Schlussfolgerung angeht. Ja, wenn es jetzt darum geht, was sie machen können. Und also man muss jetzt erstmal den ganzen Kontext neu überdenken, weil die Region ein wenig anders funktionieren muss, als wir das kennen. Also was jetzt nett ist zum Beispiel mit Covid-19, dass wir da noch eine Tracking-Ad haben, aber das hilft uns wahrscheinlich in Lateinamerika nicht wirklich, weil nicht genug Menschen ein Smartphone haben. Man muss immer noch darüber nachdenken, wie, welche Daten und wie viele Daten von anderen Ländern abgesaugt werden, weil wir soziale Medien anderer Länder benutzen hauptsächlich. Und das heißt natürlich, dass die Daten in anderen Ländern gespeichert werden. Und das sind natürlich Schadsoftware, gerade Schadsoftware, die von Firmen im globalen Norden verkauft wird. Und wie legal ist das eigentlich? Und wir wissen, dass diese Software oder Schadsoftware für gezielte Überwachung und
geschlechterspezifische und genderspezifische Überwachung verwendet wird und Gewalt verwendet wird. Aber Überwachung wird hier weniger für Gewalt verwendet, sondern mehr, dass man den Zugang gleich komplett sperrt und dass man die sozialen Medien hackt. Wir müssen besser wissen, wie diese Einschüchterung eigentlich auf die Aktivisten wirkt. Und die werden sehr viel belästigt und sehr viel beobachtet. Und wir denken oft, dass es diese Methoden gibt. Also, dass sie ja Möglichkeit haben, sicher zu kommunizieren, aber oft gibt es da gar nicht den Zugang zu. Und Zugang zum Internet ist schwieriger als im globalen Norden. Und es gibt noch ein Panel, vielleicht im Januar, Februar. Ihr seid alle herzlich eingeladen, dass wir da mehr drüber reden können. Und was wir da wirklich tun können und wie wir sichere Kommunikation nach Lateinamerika spezifisch bringen können. Und ein paar Referenzen, zum Beispiel, ja, also über all die Themen, über die wir jetzt geredet haben, sind hier Quellen angegeben. Vielen Dank. Es wird wohl noch ein paar Fragen und Antworten geben, aber schon mal vielen Dank. Sophia, vielen Dank. Vielen Dank. Sehr interessant. Vielen Dank. Wir haben noch Zeit für Fragen. Benutzt unseren YC-Chat. Ihr könnt auch Twitter oder Mastodon verwenden mit dem Hashtag RC3CSH, also Hashtag RC3-CSH. Okay, ich habe eine Frage für dich. Aber wenn das Publikum noch Fragen hat, schickt mir die bitte. Okay. Okay, meine Frage. Du sagtest, dass die Polizei Frauen nicht fair, wenn sie halt belästigt wurden. Was ist die Verteilung von männlichen und weiblichen Polizisten und als gleiche für Richter und Anwälte in diesen Ländern? Gibt es da ein Gleichgewicht? Ja, das ist ein ziemliches Ungleichgewicht. Also es ist zu wenig Frauen bei der Polizei oder insgesamt unter den Juristen. Zum Beispiel Frauengefängnisse gibt es eigentlich nicht wirklich. In Argentinien und Chile und Brasilien kann ich mir das gar nicht vorstellen. In my country has not been an Ecuadorian president, although it should have happened, because there was actually an Ecuadorian woman who should have been. In Ecuador, da sollte es eigentlich jemand gegeben haben, aber es haben sie nicht zugelassen. Und ja, es ist die Frage, ob es mehr Frauen bei der Polizei geben wird. That could certainly be the case, but it could also be said. Das sollte natürlich der Fall sein. Und was meistens passiert, wenn Frauen in hauptsächlich in männlich dominierte Gebiete gehen, ist, dass sie sich anpassen. Und es könnte sogar sein, dass auch wenn sie selber Frauen sind, sie andere Frauen schlecht behandeln, weil sie sich einfach anpassen an diese männliche Art zu denken, einfach nur um ihren Job zu behalten. Okay, das ist traurig. Das ist genau, wie es nicht sein sollte.
Okay, we have some, wir haben ein paar Fragen. Warum denken Leute nicht an ihre eigene Privatsphäre? Also in Lateinamerika haben viele Leute bei digitalen Werkzeugen, denke ich, immer noch nicht das Gefühl, überwacht zu werden. Und dass es etwas kostet oder dass es eine Gefahr gibt. Also die Leute denken, dass sie soziale Medien ja nur nutzen, um einfach sich zu unterhalten. Für sie ist es wie ein Smalltalk oder eine Unterhaltung mit jemandem. Und wenn man fertig ist mit diesem Gespräch, dann wird es verschwinden. Also sie haben kein Gefühl dafür, dass es bleibt. Also, dass es eher ist, als würde man einen Satz in eine Zeitung schreiben, weil das eher passt, als sich mit jemandem zu unterhalten. Und das ist etwas, was den Leuten beigebracht werden muss, weil sie soziale Medien einfach oder digitale Medien, das hat einfach Folgen. Und ich weiß nicht, ob das spezifisch ist für Lateinamerika. Hier passiert es auf jeden Fall, aber ich denke, es ist weltweit, dass die Menschen, insbesondere soziale Medien, etwas arglos benutzen. Great. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Oh wow, now it's going on. That's good. We are having the questions now. Can activists operate properly? Können Aktivisten überhaupt vernünftig arbeiten unter diesen Bedingungen? There have been some instances in which activists have been actually targeted and sort of been aware of this. Ja, also viele Aktivisten sind sich dessen bewusst, aber was sie machen, ist, dass sie all diese Schadsoftware sammeln, die sie gesammelt bekommen, und sie legen kleine Sammlungen an. Und sie wissen, was passiert. Aber viele stellen es erst im Nachhinein fest. Während sie angegriffen werden, wissen sie es meistens gar nicht. Also in Lateinamerika gibt es keine Antivirensoftware. Die Firmen werden nicht dafür bezahlen. Oder viele kaufen in Anführungszeichen illegal Antivirensoftware. Das passiert in Lateinamerika. Ein anderer Fall, wenn eine Regierung tatsächlich politische Gegner attackieren, dann wissen sie teilweise auch gar nicht, wie genau sie das machen müssen. Also es gab da diesen Richter in Argentinien, der getötet wurde. Und wenn sie sein Telefon untersucht haben, dann haben sie festgestellt, dass dass Schadsoftware installiert war, aber die hat nicht funktioniert, weil sie eigentlich für einen Desktop gedacht war und nicht für ein Telefon. Also er hat diese Schadsoftware zugeschickt bekommen, aber sie hat nicht funktioniert. Also manchmal, wenn Regierungen mit Schadsoftware arbeiten, dann wissen sie gar nicht, wie es richtig geht. Sie schicken es einfach nur. Und können die Aktivisten weiterarbeiten? Ja, schon. Aber meistens benutzen sie soziale Medien eigentlich und WhatsApp und sie werden sehr stark infiltriert und sie werden überwacht. Was sie meistens machen, also sie haben Strategien entwickelt, wie man soziale Medien wirklich benutzen kann, WhatsApp benutzen kann. Und sie müssen, wenn sie besondere Entscheidungen treffen müssen oder Entscheidungen treffen müssen oder Meetings haben müssen, dann treffen sie sich im realen Leben und nicht digital. Okay. Ja. Okay. There's a question actually about this das Panel, das du erwähntest. Und die Leute würden gerne wissen, wo man es findet. Ja, ich muss mir noch überlegen, wann genau es stattfinden soll. Es muss Leuten von EFS beinhalten, Leute aus meinem Team. Und wir wollten Aktivisten von Hongkong noch mit drin haben. Also ich werde es auf Twitter veröffentlichen, weil das ist, wie ich Daten veröffentliche. Ich habe auch eine Mailinglist.
Also viele Leute haben Ideen, wie ich das veröffentlichen kann mit Mailinglisten, aber es ist eine sehr zusammengehackte Art. Da ist nichts ordentlich Organisiertes wie bei großen Firmen, aber ja, es wird, ja. Kannst du uns dein Twitter handeln, Dan? Mein Twitter, jetzt hier ist er am Screen. Perfect. Ja, genau, was wir brauchen, danke. Very good. Okay, let me see. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Maybe another question. You were talking about data. Du hast über die Speicherung von Daten in verschiedenen Ländern gesprochen. Are they usually then requested by judges, or do you have some information that this actually flows by some? Werden diese Daten dann von Richtern abgefragt oder gibt es eher seltsamere Wege, wo sie abgefragt werden? Ja, also es sind sehr viele seltsame Wege. Zum Beispiel die Polizei, die speichert sich das, wenn es mit einem Verbrechen zusammenhängt. Und dann natürlich gibt es verschiedene Firmen. Und welche Firmen haben da eigentlich Zugang? Und gibt es da vielleicht internen Austausch? Oder interne Regeln, wer Zugriff hat. Aber überwiegend hat die Polizei Zugriff. Oder wenn es ein ernsthaftes Verbrechen ist, und hier meine ich etwas, was einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann ist es die Strafverfolgung, der Richter, das sind die, die Zugang haben. Okay, okay. Wir haben noch ein paar technische Kommentare. One person is saying, well, would a cheap disposable life USB OS be of help for activists? Wäre es hilfreich, Wegwerfgeräte zu haben oder Tails zu verwenden? Ja, es wäre schon hilfreich. Also zum Beispiel das Tor-Projekt hat auch schon versucht, Aktivisten zu erreichen und ihnen zu helfen. Und ich weiß, dass da schon viel gute Arbeit passiert ist. Mit Tails ein bisschen weniger, weil Tails zu installieren schon ein bisschen schwieriger ist und viele wissen auch nicht, was man machen muss, um es installieren zu können. Und viele dieser Betriebssysteme, die besonders bei, viele Aktivisten benutzen halt immer noch Windows, gerade Ureinwohner. Yeah, that's not the way. But the other das ist nicht schön, aber die anderen Betriebssysteme sind vielleicht nicht so einfach zu benutzen. Und viele Leute sind auch einfach noch nicht darin geübt, diese Technologien zu benutzen. Und natürlich, was digitale Rechte angeht. Somebody is wondering if there are hints that manipulations were done. Gibt es Hinweise darauf, dass es Manipulationen von Wahlen gab? Ja, da gibt es einen guten Kryptografen, der hat sich die brasilianischen Wahlen angesehen. Und das ist eine sehr interessante Frage, weil einige Regierungen vorgeschlagen haben, dass man ja Online-Wahlen durchführen könnte. Aber es gab keinen guten Vorschlag. Und bisherige Wahlen, also gerade in meinem Heimatland Ecuador, gibt es eigentlich immer Manipulationen bei den Wahlen. Da gibt es gefälschte Wahlzettel. Sie werfen einfach ein paar Wahlzettel weg. Also ja, da gibt es viel zu verbessern. Okay. Sophia, wieder mal, also noch einmal vielen, vielen Dank. Interesting hour with you. Und muchas gracias im Namen vom Publikum und von mir. They can actually reach you through your contacts. Nun zurück zum Studio. Okay, thank you very much. Tschüss. Bye. Bye.